TV Straßensound. Für mich ist halt wichtig, dass die Musik real ist. Und ich kann jetzt nicht erzählen, dass ich irgendwie rumlaufe und irgendwelche Leute totsteche. SpongeBob ist, kann man auch nicht sagen, er ist der beste Batterer. Ich finde ihn auch besser als Kollege. Es ist auch wirklich so, dass die Jugend so ein Stück weit so verroht wurde. Auch meiner Meinung nach auch durch diesen Battle Rap. Ja, weil ihr beleidigt da eigentlich konsequent auch wenn du die ganze Zeit die Mutter, die Schwester. Wenn du sowas sagst, dann kriegt es halt mehr Klicks. So. Mhm. Weißt du? Und das will ja zum Beispiel Julian will ja viele Klicks haben, mhm. Das ist ja klar. Also, er hatte schon mal einen Track-Song gemacht, oder? Der wurde von YouTube gelöscht, habe ich gehört. Ja, Moneyboy ist cool, den kannte ich schon vorher auf jeden Fall. Aber Crow macht halt, ohne den jetzt irgendwie zu haten oder irgendwas zu sagen, Crow erfolgreich, weiß jeder. Mhm. Der macht halt immer nur Love-Songs. Das ist mal arbeiten gegangen. Ja. Halt danach dann das JBB gemacht und jetzt halt Album. So, bis jetzt alles gut. Bushido gehört, so war auf jeden Fall Killer früher. Ja, heutzutage höre ich halt eher Wiz Khalifa, Mac. Damals hieß es keine Kohle, keine Fans, keine Gigs. Heute bezahlen sie für den Eintritt. Es gibt tausend Richtungen ins Paradies. Man könnte sagen, das denn ist mein Trip. Wenn sie meinten, du verschwendest Zeit, fing ich wieder an zu schreiben. Und stellte mich ans Mic, ich beschreite diese Reise. Gang ist am Start, keiner checkte meinen Plan. Aber jetzt wisst ihr, das ist mein Trip, mein Trip, mein Trip. Das ist mein Trip, mein Trip, mein Trip. Das ist mein Trip, mein Trip. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu TV Straßensound. Heute aus Osnabrück. Bei Distri, in den Distri-Studios mit Laska. Was geht, alles klar? Jo, bei mir alles cool, bei dir? Danke, alles bestens. Alles gut, perfekt. Ja, wir sind gut angekommen hier, super empfangen worden, alles cool. Korrekt, wir haben uns heute hier getroffen, da du ein Album releasen wirst, namens Trip. 1000 Richtungen ins Paradies. Warum der Titel? Ja. Ich hatte halt nur diese Möglichkeit, Musik zu machen, mhm. Weil ich halt schulisch und so nicht ganz der Beste war oder eher gesagt. Okay. Bisschen faul so. Ja, deshalb deshalb mein Weg so mit Musik, den ich gegangen bin. Deshalb 1000 Richtungen ins Paradies. Okay. Warum warst du schlecht in der Schule bzw. so faul? Faul, weil ich immer Musik gemacht habe. Ich habe jeden Tag Musik gemacht, daran gearbeitet, immer besser zu werden, Beats gemacht. Ich baue alles Beats auch selber. Mhm. So und ich wollte das einfach zu meinem Beruf machen. Mhm. So und das war halt das Ziel. Okay. Bei 1000 Richtungen ins Paradies, da ist ja auch ein religiöser Begriff mit drinne. Das Paradies natürlich. Bist du religiös und wie sehr fließt sowas in deine Musik mit ein? Religiös eigentlich nicht. Okay. Ich erzähle halt Sachen, die ich erlebt habe. Das ist eigentlich alles so 100% real. Mhm. Ab und zu übertreibt man natürlich so ein bisschen. Ja. Okay. Der Albumcover, da ist dein Gesicht drauf. So irgendwie, ich habe das nicht genau, wie soll man sagen, nicht richtig deuten können vielleicht sogar. So ein Gesicht in Stein gemeißelt. So zwei Treppen so hinten, die irgendwie nach oben führen. Sah so ein bisschen aus wie die Sphinx aus Ägypten. Echt? Kein Plan, also an was war das eine Anlehnung und warum hast du dieses Cover gewählt? Ich weiß nicht, das war eigentlich schon gar nicht so eine Anlehnung. Okay. Kumpel von mir hat das gezeichnet, Arne Mons heißt er. Mhm. Super Typ auf jeden Fall. Ich wollte halt, was Musik ist für mich Kunst eher. Okay. Und deshalb sollte das Cover auch eher so ein Kunstwerk sein. Ist ja auch ein Kunstwerk, er hat es gezeichnet. Und deshalb habe ich das so gemacht. Also wir waren vorhin im Auto, haben so ein bisschen darüber philosophiert, von wegen irgendwie die Treppe führt nach oben ins Paradies. Ja, und warum ist dein Kopf das Paradies? Ja, soll halt schon dieser Trip halt, deshalb Trip, okay. Treppen halt nach oben und so. Okay. In welche Richtung geht der Sound? Also was für ein Sound werden wir auf dem Album zu hören bekommen? Man kennt ja natürlich die ganzen Battle-Sachen, aber darauf werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Das ist eher so Pop-Sound, also schon auch harte Sachen dabei, weil ich halt aus dieser Battle-Ecke komme, so da komme ich wahrscheinlich dann auch nicht mehr so schnell raus. Deshalb auch Battle-Songs, aber auch eher Pop-Songs, so Feeling ist halt, geht nach vorne so. Mhm. Gute Laune-Feeling so. Ja. Was heißt Pop-Sound genau? Du hast einen Track gemacht, der hieß So High, das war ein Cover von Naked and Famous, genau, Youngblood. Genau, so die Richtung auf jeden Fall. Also möchtest du Rap mit Pop verbinden? Das hat ja ein sehr, sehr bekannter deutscher Hip-Hopper auch gemacht, der Crow mit Rayop. Ja, schon so in die Richtung, aber Crow macht halt, ohne den jetzt irgendwie zu haten oder irgendwas zu sagen, Crow erfolgreich, weiß jeder, der macht halt immer nur Love-Songs so. Mhm. Und ich finde, das Ganze kann man auch noch in eine ganz andere Richtung lenken, okay. Über ganz andere Themen rappen so und trotzdem diesen Pop-Sound ein bisschen, also Hooks mal gesungen, Parts gerappt, mal auch ein Part gesungen oder so. Das kann man noch ganz anders machen. Gibt es noch viel höhere Ausmaße so in diese Richtung. Okay. Du hast vorhin schon gesagt, dass du deine Beats selber produzierst.
Genau. Wie lässt du dich in deinen Beats inspirieren? Ich frage halt die meisten Rapper, was hat dich in deiner Musik inspiriert? Aber was inspiriert einen bei Beats? Jetzt hast du beispielsweise ein Sample gemacht aus einem bekannten Popsong. Also was für Beats werden wir bekommen auf dem Album? Was für Beats? Oh, wie soll ich es erklären? So, ich mache Beats. Wie geht man an einer Beat ran? Ich fühle Musik halt voll extrem. So. Wenn ich eine geile Melodie mache, denke ich, boah, krass, so, wenn da jetzt noch geile Kicks zukommen. Das vom Style, wie soll man das erklären? So, das ist, geht eher so in die Ami-Richtung. Okay. So in Deutschrap orientiere ich mich gar nicht. Ich höre auch überhaupt kein Deutschrap. Also so, wie kann man das sagen? Ich weiß gar nicht. Wiz Khalifa vielleicht so. Okay. Wiz Khalifa, Mac Miller, so diese Richtung. Ja. Okay. Seit wann machst du Beats? Und hast du mit dem Rap angefangen und mit dem Beatmachen angefangen? Beats mache ich schon ewig so. Also Beats, mit Beats habe ich angefangen. Unter welchem Pseudonym hat man dich da gekannt? Oder hast du einfach nur so Beats gemacht und die free irgendwo bei, was gibt's denn da, Soundcloud und so hochgeladen? Ich hatte früher schon so einen Namen, aber das ist wack. Das kann ich so nicht sagen. Ja, das hat Gio ja eh schon gesagt in seiner Runde, so E-Shot hieß ich da. Mhm. Das ist halt mega alt so. Jeder fängt mal an, weißt du. Schämst du dich für deine Vergangenheit? Ist ja meistens so, dass irgendwie hat jeder Rapper angefangen. Keiner war null auf Eminem oder so. Ich denke halt jetzt, was habe ich früher gemacht für einen Dreck so. Aber das denkt, glaube ich, jeder so, weißt du. Okay. Ja. Du hast eine Cap auf, Henny. Also was ist das für eine Marke, was bedeutet das? Hennessy, kennst du das nicht? Ja, klar. Ist nice. Also ist das sozusagen die Abkürzung von Hennessy? Ja, auf jeden Fall. Das war auch so eine kleine Handicap. Das war so eine kleine Überleitung. Ja. Irgendwie, deine Musik ist irgendwie ziemlich stark durch Alkohol geprägt. Ja. Also fast jedem Track erzählst du etwas vom Trinken, Hennessy, ja, so und so. Ja, ein Kumpel von mir, 40 Crowns. Okay. Ja, wir trinken eigentlich recht viel. Das ist auch nicht gut. Das will ich auch keinem hier empfehlen oder so. Mhm. Aber für mich ist halt wichtig, dass die Musik real ist. Und ich kann jetzt nicht erzählen, dass ich irgendwie rumlaufe und irgendwelche Leute totsteche. So. Okay. Deshalb rappe ich darüber, was ich erlebe. So. Und wenn ich so trinken gehe öfter, so, warum soll ich darüber nicht rappen? So? Trinkst du, bevor du Texte schreibst, beziehungsweise Nein. bevor du rappst? Manche Leute gehen ins Studio und besaufen sich dann. Gar nicht, Mann. Okay. Also volle Konzentration? Ja, auf jeden. Höchstens am Wochenende. Ne? So. Okay. Was war dein härtester Absturz? Digga. Du fragst, ne? Nee, warte, was war mein härtester Absturz? Keine Ahnung. Da gab es schon viele so. Okay. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht sind das so einige Themen, die unsere TV-Straßen-Sound-Hörer interessiert. So ein junger Mann, der anfängt zu rappen, der auch sehr viel über Alkohol rappt. So vielleicht so als abschreckendes Beispiel. Als abschreckendes? Ja, ich meine so eine krasse Story als abschreckendes Beispiel, nicht du selber. So, ja, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall. Passt auf beim Alkoholtrinken, meine lieben Freunde. Definitiv. Ist nicht gut. In einem Mediasheet, welches ich bekommen hatte von deinem Management, stand drin, dass du deine Höhen und Tiefen im Leben, in deinen Songs verarbeitest. Was waren deine Tiefen? Also was war das so deine dunkelste Stunde und was verarbeitest du? Meine dunkelste Stunde war, glaube ich, wo ich wirklich gar nichts mehr hatte. So. Ich hatte kein Geld, überhaupt gar nichts, einfach auch keine Perspektive, so irgendwie was zu reißen, womit ich irgendwie mein Leben wieder geregelt hinbekomme. So. Und da habe ich gedacht, scheiße, was machst du jetzt so? Und da habe ich mir einen Plan gemacht. Wann war so das? Dumm es sich anhört, wann war das? Vor, ich glaube, 2 Jahren. So. Okay. Und da habe ich mir gedacht, was machst du jetzt so? Und da habe ich mir wirklich so einen Plan gemacht, so wie man sich das vorstellt. So. Habe aufgeschrieben, jeden Schritt, so, den ich mache. So. Ja, jetzt bin ich halt bei dem Schritt Album. Krass. Also was war alles in den Schritten mit drin? Ja, schreib uns das mal. Erstmal Geld irgendwie kriegen so für Equipment und bla bla. So. Dann habe ich mir das alles irgendwie besorgt. Dann hast du es hinbekommen? Das JBB. Arbeiten. Okay. So sag ich dir, so wie es ist. So ganz normal arbeiten gegangen. Ja. Halt danach dann das JBB gemacht und jetzt halt Album. So ist jetzt alles gut geklappt. Was sind die nächsten Steps? Boah, und so, danach hat es aufgehört. So. Also das waren sozusagen deine Steps? Danach, ich glaube danach, wenn man es wirklich schafft, so richtig im Game zu sein, wiederholt sich das einfach alles. Okay. Album, Tour, wiederholen. Okay. Ja. Und was waren deine Höhen? Also was waren die besten Phasen, die du in deiner Musik verarbeitest? Boah, schwer. So jetzt wahrscheinlich so. Okay. Das sind wahrscheinlich so die besten Zeiten. Ne? Okay, cool. Hast du dir das so erträumt bzw. so vorgestellt, diesen Rapper-Lifestyle? Also, wie zum Beispiel? Ja, man denkt ja immer so, yo, jetzt ist man ein bisschen bekannter und
Groupies, hier, da, Tour, durchdrehen und so, aber das ist ganz anders. So, du musst immer nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Okay. Musik machen, immer dranbleiben. So. Das ist auf jeden Fall anders, Leute. Also wie läuft es da groupie-technisch ab bei den Battle-Rappern in Anführungszeichen? Da will man natürlich nicht abgestempelt werden, aber ich meine, du kommst also halt aus dieser Battle-Schule. Ich bin eh nicht so ein Typ, der jetzt irgendwie eine Groupie-Chick irgendwie mit nach Hause nehmen würde. So. Aber so diese JBB-Fans, die ich habe, das sind meistens auch Dudes. So. Okay. Der Weg vom Battle-Rapper zu einem ernstzunehmenden Künstler. Das haben ja wirklich sehr, sehr viele Leute versucht. Einige haben es hinbekommen, so. Egal aus dem VBT, aus dem JBB. Da gibt es Leute wie, wen gibt es da? SpongeBoss natürlich, Battleboy Basti, Weekend, Punch. Hm. Nimmt man solche Leute sich ein Stück weit als, wie soll man sagen, als Vorbild? Beziehungsweise so schaut man, wo deren Stärken und deren Fehler war? Ich weiß nicht. Also ich nehme jetzt irgendwie keinen als Vorbild. Mhm. Also klar muss man das respektieren, was die aufgebaut haben. So ein SpongeBoss oder so. Ich meine, wie viele Platten hat der verkauft? So. Der hat's einfach gerissen. Aber es ist schon schwer, wie du sagst, als Battle-Rapper richtig Fuß zu fassen in dieser Szene. Auch angenommen zu werden, glaube ich, auch von den ganzen Medien und so. Ich glaube, das ist schon schwierig, aber ich glaube, das ist auch nicht unmöglich so. Wenn man sich da irgendwie abhebt von den anderen, wird das schon klappen, glaube ich. Werden Rapper, die aus den Battle-Turnieren kommen, von den Medien, beziehungsweise von den Hip-Hop-Medien, nicht ernst genommen oder nicht für voll genommen? Ja, ich glaube schon, ja. Woran liegt das, denkst du? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Damit also, dass du rappen kannst, das steht außer Frage. Wir haben uns vorhin nochmal ein paar Tracks von dir gegeben und es ist krass. Ich meinte auch vorhin zum Kollegen von mir, der Rap ist übertrieben gut, nur da muss jetzt noch so ein, wie soll man sagen, so ein Image noch dahinter transportiert werden, das so an die Menge geht. Beziehungsweise da muss jetzt noch eine Story dazu. Bei Rappen können viele Leute sehr gut rappen, das ist es, ja. Können du weniger. Du kannst der beste Rapper sein, wenn du das drumherum alles nicht machst oder nicht vernünftig machst, dann wirst du nicht so. Nee. Das ist einfach Fakt so. Ja, man muss halt, jeder muss halt selber wissen, was er in eine Richtung gehen will. Das muss ja auch alles stimmig sein so. Okay. Das glaube ich ist wichtig. Für was steht Laska? Für was steht deine Musik? Freiheit, glaube ich eher so. Einfach Lifestyle so. Okay. Was für ein Lifestyle ist das? Bei uns ist halt viel trinken so. Okay. Trinken, chillen, so. Als wenn du chillst, im Auto fährst oder so, einen Track anmachst, dann merkst du das, glaube ich, schon. Wenn du So High im Auto anmachst, dann hast du auch so ein nices Feeling, oder nicht? Genau. Ja, klar. So denke ich. Hast recht. Auf jeden Fall. Ja. Da wir gerade schon bei High sind. Du wurdest 1990 wurdest geboren. Wurdest du auch in Nordhorn geboren? Ja. Okay, das ist im Emsland, genau an der Grenze zu Holland. Ja. Wie schaut es da grasmäßig aus? Seid ihr hier alle Drogenticker oder wie schaut das aus? Nein, Mann. Aber da kannst du schon halt einfach rüberfahren, was kaufen, so, aber. Ja. Wer will, der macht's. Wer nicht, der macht's nicht. Was ist das für eine Gegend hier? Also für was es steht hier? Der Westen von Niedersachsen. Wie meinst du, für was es steht? Also, was ist das für eine Gegend? Was geht hier ab? Hip-Hop-mäßig geht hier eigentlich fast gar nichts. Geht gar nichts. Ich habe auch überlegt, so Rapper hier aus der Ecke, aber. Kein Plan, ja. Alter. Ich weiß nicht, also bei uns, Nordhorn, das ist jetzt eh nicht so die Riesenstadt. Da ist eher alles so ein bisschen dorfmäßig gehalten. Okay. So. Aber natürlich hat man da seine Homies, so, mit denen man chillt. Aber so rapmäßig geht dir nicht viel. Man muss es ändern. So. Ist es heutzutage, wie soll man sagen, wack, wenn man aus einer kleinen Stadt kommt und rappt? Weil die meisten Leute, beziehungsweise die Rapper, die brüsten sich mit ihrer Stadt. Ja, normal, aber das ist ja das Ding so. Die machen alle dasselbe so. Mhm. Ja gut, wenn es läuft, ist ja top, aber ich will halt was anderes machen und deshalb. Ja, ich will jetzt nicht sagen, yo, ich komme aus einer kleinen Stadt, wie geil und so, okay. Weißt du. Aber ich komme halt daher, so, was soll ich machen. Ey, du machst seit 2008 machst du Rap. Wer hat dich inspiriert? Du hast vorhin schon gesagt, dass du Deutschrap kaum bzw. gar nicht hörst. Also wer waren die Leute, die dich halt zum Rappen gebracht haben? Früher habe ich schon Deutschrap gehört, ich glaube jeder so. Da habe ich auf jeden Fall Bushido gehört, so. War auf jeden Fall Killer früher. Ja, heutzutage höre ich halt eher Wiz Khalifa, Mac Miller, wen höre ich noch? Machine Gun Kelly, okay. Für ihn, solche Leute. Ja. Du hast mit dem Namen E-Shot angefangen, oder E-Shoot, oder wie spricht man das aus? E-Shot. Und vorher haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es so ein Stück weit wack ist. Warum hast du dich dann irgendwann Laska genannt? Ja, weil das einfach alles so,
das war halt so wannabe, so, weißt du, irgendwie okay. E-Shot so, oder Shot oder okay. Was weiß der Geier, so. Ich wollte das halt eher so machen, dass man wirklich auch als Künstler akzeptiert wird, so, weißt du, und dann, ich finde, Laska hört sich eher nach einem Künstlernamen an als E-Shot. Okay, wie bist du auf den Namen Laska gekommen? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Weiß ich wirklich nicht mehr. Okay. Ich habe das von sehr, sehr vielen ehemaligen Battle-Rappern in Anführungszeichen gehört, dass sie als ernstzunehmende Künstler halt wahrgenommen werden wollen. Ja, natürlich. Warum wird man da nicht wahrgenommen, beziehungsweise nicht ernst genommen, wenn man Battle-Rap gemacht hat? Ich weiß nicht, das Ding ist ja, jeder, der Battle mitmacht, will einfach mit seiner Musik Erfolg haben. So. Ja, klar. So ganz einfach, sonst machst du kein Battle mit. Mir kann keiner sagen, der irgendwie beim JBB oder beim VBT mitmacht, der macht damit, weil es ihm Spaß macht. Okay. Auf Zeitdruck Video-Battles zu drehen, so. Das ist ja auch anstrengend. So, und jeder will natürlich erfolgreich sein, so. Okay. So, ich glaube, jeder Musiker will ernst genommen werden, so. Okay. Sonst würde er das nicht machen. Wie geht man aber so ein Battle vor? Du hast 2014 war das, hast beim JBB teilgenommen. Okay. Da bist du auf Platz 2 gegangen. Wie geht man wie startet man da? Wie bist du auf die Idee gekommen, da überhaupt teilzunehmen? Ja, wie ich auf die Idee gekommen bin, hast du das vorher? Man wollte halt irgendwie mehr Reichweite haben, mehr Leute, die einen kennen, die einen feiern, um dann halt damit was zu erreichen. Wie geht man da vor? Ja, ich war ja kein Battle-Rapper, so. Also null. So, ich war wirklich, ich habe noch nie so einen richtigen Battle-Track geschrieben. Du musst halt immer, wie gehe ich da vor? Also, du guckst dir halt an, was der postet oder was heißt der Geier, Videos von ihm und dann versuchst du darauf irgendwie einzugehen, so, ne? Also ich habe mir vorhin deine Qualifikationsrunde angehört, das war ja so ein, wie soll man sagen, so ein Double-Time-Massaker, da hast du erstmal so... Das war aber kein Battle, so, weißt du? Ja. So hat Julian zum Beispiel ja auch gesagt, so, da war jetzt nicht wirklich was drin, wo man sagt, das ist Battle. Das war eher so ein Skill-Ding. Ich habe danach erst so irgendwie gecheckt, was er überhaupt mit Battle meint, so. Okay. Ja. Also wie geht man daran? Also zum Beispiel, du hast gegen Fortune gebattelt, also wie bist du an das Battle rangegangen? Ja, erstmal dachte ich natürlich so, krass, so Fortune, weil der ist ja schon eine Hausnummer, so. Der hat natürlich viel mehr Fans gehabt damals als ich. Hat er immer noch so, aber keine Ahnung. Ja, du darfst halt nicht denken, so, yo, nur weil er jetzt irgendwie die 100.000 Facebook-Fans hat, so, kannst du den nicht besiegen, so. Okay. Ich weiß nicht. Und ich meine so, wie macht man das? Zieht man sich seine ganzen Videos rein? Ja, auf jeden Fall. Schaut man sich seine Facebook-Postings an? Du hast auch irgendwie so Fotos von irgendwem die Mutter da hochgeladen und sowas. Ja, das... Das war, glaube ich, bei Gio war das, glaube ich, oder? Naja, das war bei AT. Okay, kein Plan. Aber das darf auch nicht so. Das war nicht gut. Okay. Es ist auch wirklich so, dass es die Jugend so ein Stück weit so verroht wurde. Auch, meiner Meinung nach, auch durch diesen Battle-Rap. Ja, auf jeden Fall. Weil ihr beleidigt da eigentlich konsequent auch wenn du die ganze Zeit die Mutter, die Schwester. Du musst mal gucken, da drunter die Posts, was die Leute da drunter schreiben, das ist nicht mehr normal, so, weißt du? Also so muss das sein, kann man sich nicht auch auf so eine andere Ebene battlen. Natürlich finden die Kids das lustig vielleicht, aber so ist es doch so ein Stück weit so. Ich weiß, dass da einige Rapper, wenn wir es mit einigen Rappern machen würden, dass das da ausarten würde. Ja, das ist klar so, aber die machen dann aber auch nicht bei so einem Battle mit, so, weißt du? Ja, keine Ahnung. Wenn du solche Tracks halt machst, wo du sowas sagst, dann kriegt es halt mehr Klicks, so. Weißt du, und das will ja zum Beispiel, Julian will ja viele Klicks haben, das ist ja klar, so. Und ja, wenn du das nicht machst, so, dann fliegst du wahrscheinlich. Okay. Weißt du, so ganz einfach so. Ja, könntest du dir vorstellen, bei irgendeinem Turnier wieder teilzunehmen? Niemals. Warum nicht mehr? Ich weiß nicht, das ist einfach, ich habe jetzt eine gute Fanbase so aufgebaut. Okay. Und ja, ich will jetzt einfach damit erstmal weiterarbeiten, so. Und Battle so, naja. Okay. Beim Track, beziehungsweise beim Battle gegen Gio, habe ich den Moneyboy mit im Video gesehen. Also wie bist du auf den Dude gekommen? Und das war nicht nur reingeschnitten, also das war ja wirklich geplant. Ja, schon gemacht. Er hatte schon mal einen Track-Song gemacht, oder? Der wurde von YouTube gelöscht, habe ich gehört. Ja, Moneyboy ist cool, den kannte ich schon vorher auf jeden Fall. Okay. Durch einen Kumpel, der hat seine Videos ab und zu gedreht. Okay. Und daher kannte ich den halt. Ja, und hat halt gepasst, so, weißt du. Ich hatte diese Zeilen im Kopf so. Und dann musste ich ihn einfach anhauen so da drauf, weißt du. Ja, Moneyboy ist aber cool. Wie steht er jetzt noch im Kontakt? Ja, ab und zu schreiben. Ich glaube, wir wollten sogar noch einen Song machen, aber bin ich immer noch nicht zugekommen.
Er hat die, glaubt, die Narrow Gang, deine Crew heißt Neu-Berlin Soldiers. Genau. Also NBS. Also warum Neu-Berlin Soldiers? Ja, der Stadtteil, wo wir alle herkommen, ist Neu-Berlin. So, den Namen, den hat mein Bruder damals erfunden. So. Und ich habe ihm gesagt. Heißt der wirklich so der Stadtteil Neu-Berlin? Ja, auf jeden. Ah, okay, cool. Ich habe ihm gesagt, ich werde das groß machen. So, ich glaube dir das nicht, meinte er. Ja, und so ist halt entstanden. Okay, und wer ist alles da mit in der Crew drin? Ja, richtig, wer ist in der Crew? So? Da gibt's. Da rappen nicht alle so, weißt du? Okay. Ein paar rappen so und ein paar nicht. Was also Zaros ist auf jeden Fall dabei, der ist jetzt auch beim JBB, hat er mitgemacht. Mhm. Timatic, vielleicht sagt dir das was. Ja. Yeah. Also ein Kollege von mir hat mir gerade ein paar Tracks von denen, beziehungsweise ein paar Sachen von denen gezeigt. 40 Crowns, Jakes kommt auch aus Osnabrück hier, das ist ein Sänger auf jeden Fall. Okay. Ja, und dann Leute wie Dennis, die einfach chillen. Okay. Ja, da gibt es noch ein paar mehr so. Aber die rappen halt nicht. Okay, und was ist das Ziel mit eurer Crew? Also was habt ihr vor? Ja, auf jeden Fall das ganz groß zu machen, so, ne? Okay. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Also mit dem Namen habt ihr auf jeden Fall Potenzial, weil Berlin ist ja cool und Neu-Berlin. Ja, ich weiß, kommen die aus Berlin und so, voll viele mir schon geschrieben, ne? Aber nein, das ist nur der Stadtteil. Der Fortune, über den wir vorhin schon gesprochen haben, meinte, du bist der Spongeboss für Arme. Wie ist er auf diesen Titel nicht gekommen? Und so läuft der Titel dir so ein Stück weit hinterher? Ja, ich weiß nicht, also ich bin auf jeden Fall nicht der Spongeboss für Arme, weil ich gar nicht so eine Musik mache wie der. Okay. Vielleicht im Battle hat sich das irgendwie so angehört, weil ich denke, ich gucke so, yo, wie muss ich das jetzt machen, dass es gut ist. So. Mhm. Vielleicht habe ich da zu sehr geguckt, aber das war jetzt nicht absichtlich irgendwie komplett gebeitet oder ich bin der Überfan. So. Ich höre sowas halt nicht eigentlich. Okay. Und weil ich kein Battle Rap gemacht habe, habe ich mir das natürlich so ein bisschen, was nicht abgeguckt, das ist ja nicht abgeguckt. Wir haben es ja anders auch gemacht alles. Aber man hat sich natürlich ein bisschen daran orientiert, was guter Battle Rap ist und dann guckst du, yo, so muss ich das machen, weißt du. Ne? So haben wir das. Aber auf jeden Fall der Beste. Ja, definitiv. SpongeBoss ist so, kann man auch nicht sagen, er ist der beste Battle Rap. Ich finde ihn auch besser als Kollege. Okay. Definitiv. Alles klar. Kommen wir kurz mal zu deinem Style. Also, was ich auch in sehr, sehr vielen Musikvideos gesehen habe, war halt die Cap, die Sonnenbrille und so eine Kette. Hast du die Sachen öfter auf oder ist das so ein Markenzeichen von dir? Trägt man das auch so ein Stück weit demonstrativ? Nee, ich weiß nicht. Ich trage das einfach so. Auch in der Freizeit? Ich trage die Jacke so. Ja, klar, ich trage das. Okay, aber ich trage nicht jedes Mal. Also, ja, ich weiß oder? Nicht. Oder? Nee, ich trage das einfach ganz normal so auch in der Freizeit. Echt? Auch ganz normal? Ja, so mit Sonnenbrille? Goldkette und so, aber Sonnenbrille schon. Okay, krass. Auch nicht immer, aber jetzt zum Beispiel, weil ich Wochenende feiern war so. Und okay. Das kommt nicht so dope dann. Ich habe gesehen, dass du das kommende Album von Der Asiate gepostet hast. Oh, wie steht ihr da im Kontakt? Ja, ganz gut. Also Asiate auf jeden Fall Props an den Dude. Ja, wir haben Kontakt so. Er unterstützt mich, unterstützt ihn so. Yeah. Und ich denke mal, so sollte das auch sein. So, okay. So dass jetzt ich irgendwie kein... Wir sind jetzt nicht so die besten Freunde, aber man kennt sich halt, weil man halt dasselbe gemacht hat. So. Hm. Okay. Wie viele Tracks wird es auf dem Album geben und wer sind die Features? Auf der Box auf jeden Fall 16 Songs, ein Remix, da haben wir so ein kleines Gewinnspiel gemacht. Okay. Und da waren auf jeden Fall coole Sachen dabei. Und auf der normalen CD einfach... Was war das für ein Gewinnspiel? Ja, also ich habe halt gesagt, yo, ihr könnt Beats machen für diesen So High Remix. Mhm. Und ja, der beste Remix kommt dann halt auf die Box drauf. Okay. Und somit ist ja auch Promo für die Produzenten dann. Mhm. Ja. Was für Features sind mit drauf? Also nur du Features oder noch? Features einfach nur meine Jungs, so 40 Crowns, Jakes, Timatic, Zaros und Bex. Okay. Ah, Bex habe ich gerade noch vergessen. Shit. Das ist auf jeden Fall auch MBS, so. Der rappt auch, der ist auch auf jeden Fall ein stabiler Dude. So. Hat auf jeden Fall auch Talent, so. Kommt auch bald was von. Und du hast alle Beats selber produziert vom Album oder haben nicht da auch ganz, fremde Leute nicht mitgemacht? Ganz alle. Also das ist auf jeden Fall krass. Ja. Ein Kumpel von mir, der ist Trapstar, der macht auch für uns Beats immer, also für unsere Jungs so. Der hat auf jeden Fall auch noch was dazu gesteuert, so. Aber sonst alles von mir so. Ja. Okay, cool. Was sind deine letzten Worte an deine Hörer, Fans, Supporter, vielleicht sogar deine Hater? Was hast du denen zu sagen? Ich übergebe dir das Mic.
Kauft euch das Album, am 16.10. kommt es raus. Bestellt es jetzt schon vor, wird auf jeden Fall ein Killer-Teil. An die Hater habe ich gar nichts zu sagen. So. An die Fans, bleibt dran. Peace. TV Straßensound, heute aus Osnabrück mit Laska und die Fanfragen unten in der Videobeschreibung.